Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Na, habt ihr es rausgefunden? Ich glaube, es war nicht so schwer. Ihr seid ja jetzt schon halbe Profis beim Spielen von Notenrätseln und beim Rausknobeln. Jetzt habe ich hier euch dieses Lied in F-Dur mitgebracht. Und hier haben wir wieder unsere Tasten. Da haben wir ein tiefes F und dann gehen wir einfach nach unseren Kugeln vor, beziehungsweise nach den Noten im Notenbild und spielen unser Lied. Na, habt ihr es rausgefunden? Dann sollte es so geklungen haben. Na klar, die drei Chinesen mit dem Kontrabass sind's gewesen. Ihr habt jetzt auch schon gemerkt, ich hab's in C-Dur angefangen zu spielen, aber jetzt wollen wir unser Lied in F-Dur ausprobieren. Wir haben ja gelernt, F-Dur, die Tonart mit einem B, mit einer schwarzen Taste. Deswegen suchen wir uns jetzt den Ton F, C, D, E, F und beginnen auf diesem unser Lied zu spielen. Und dann haben wir hier... Dann springt es zurück zum F und ein großer Sprung zum C. Und jetzt kommt unser B. Was passiert, wenn ich das B nicht einbaue? Nee. Ich glaube, da bekommt man Zahnschmerzen. Deswegen lieber mit B. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis von F-Dur mit einem B.